Ein fröhliches Miau und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die im Zeitraffer-Format. Diese Folge ist nicht die spannendste, deswegen habe ich aus einer Stunde Aufnahme 20 Minuten runtergerafft. Deswegen geht das hier auch endlich mal ein bisschen pötte. Trotzdem sind Fails und sowas einprogrammiert. Ja, da ist der Händler, können wir ja mal Hallo sagen. Hi. So, und jetzt Vollgas auf die Straße. Komm, Straße, wir schaffen, kriegen's. Nein, geht nur nicht. Also, umfahren und perfekt. So, weiter hoch, 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 hoch und weiter, 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 weiter und Kurve. Ich sehe nicht unsere Basis. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da ploppt sie auf. So. Holzrahmen, alles platziert. Wunderschön. Und jetzt wird gebuddelt. Glaubt ihr gar nicht, wie fleißig ich war. Hört sich lustig an, das Klatsch, 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 Klatsch. Ich höre irgendwie mal zwischendurch dieses, sag schon, immer Wildschweine. Das hat mich voll verwirrt immer. Es hat mich voll verwirrt, immer diese Wildschweine unterwegs zu hören. Das war komisch, fand ich wirklich. Das war wirklich komisch, liebe Leute. Aber es geht ja relativ gut voran. Muss ich mal aufpassen, dass ich nicht ins Löchchen falle. Weil das ist ein bisschen nervig. Ne? Immer schön schnelle bauen. Bau, 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 bau. Buddeln. Komm, Baby. Buddel, buddel, buddel. Erstmal Wasser rein. Gluck, 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 gluck. Boah, ich glaube, der besteht mittlerweile nur aus Wasser. So viel der wieder immer säuft. Das ist ja wirklich nicht mehr schön, liebe Leute. Nicht mehr schön. Ich finde immer so Zeitraffer ist für mich immer blöd zu kommentieren, weil ich nicht aufs Geschehen live und da muss ich mir irgendwo noch eine Idee, einen Trick angewöhnen, wie das besser geht. Weil ich kann über irgendwas labern oder wie bei Parkitect früher, da ich über irgendwas gesprochen habe, wie Profi-Bewertung oder Schwachsinnsbewertung bei Freizeitparks, jawohl. Aber das machen wir natürlich heute nicht, weil wir sind ja nicht hier im Freizeitparkbranche, sondern hier in der Survival-Zombie-Branche. Deswegen kann ich hier nicht. Ich kann mal dies ja nicht, weil wir buddeln die ganze Folge nur. Buddeln, 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 buddeln. Aber so, wenn man jetzt in Zeitraffer guckt, mal auf die Schaufel, merkt man, dass die ganz schnell kaputt geht. Das ist ja Respekt, wie schnell die wirklich im Arsch ist. Weil wenn ich so weitermache mit dem schnellen Schaufel, 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 wird die sicher im Arsch sein. Jetzt erstmal wieder was fressen. Schlapp, 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 schlapp. Mache ich gerne dieses Geräusch. Schlapp, 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 schlapp. Und dann geht's auch, ist auch wieder gut gefüllt der Magen. Was mich irgendwie so stutzig macht, ich habe mich voll bei Sexual Tyrannosaurus geskillt, habe aber immer Ausdauerprobleme noch und mir ist die ganze Zeit schlecht. Warum ist mir immer schlecht? Ich mache nichts. Aber warum ist mir schlecht? Ich weiß es nicht. Zur habe ich wieder ein Wildschwein wohl gehört. Nee. Wer weiß. So, das geht aber mit Zeitraffer geht wirklich buddeln gut schnell durch. Ernsthaft, das geht gut schnell. Es ist jetzt schon 5 Minuten der Folge vergangen. Da habe ich in echt mehr als 15 Minuten für genommen, aufgenommen. Schon
Also Leute, ich hoffe, das sieht man mir jetzt mal als positiven Pluspunkt, dass ich mir so viel Mühe gebe für nur für eine Aufnahmefolge. Jetzt hier mal, ich kommentiere das sogar nach. Ich kommentiere das hier sogar nach. Das ist doch schon Respekt. Jetzt musste ich mal kurz auf Ausdauer wieder warten, weil das ist ja hier nicht mehr ein feierlicher, so viel Ausdauer, wie hier flöten geht. Neue Runde, neues Glück. Ne, hier. Jetzt. Mal kurz gucken und Ausdauer regenerieren. Ne? Und ihr seht, wie schnell das hier vorwärts geht. Geht ja ruckzuck, 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 ruckzuck. Ruckizucki geht das hier. Das ist ja fabulös. Ne? Fabulös ist das. Oder findet ihr nicht, dass das fabulös ist? Ich weiß ja nicht. Aber wir machen ganz schön viele Runden heute. Und ich glaube, dass diese Schaufel kaputt gehen wird. Die wird sicher kaputt gehen. Und? Oh, oh. Oh. Einsturzgefährdung, die Stützen. Oh, was habe ich jetzt da fabriziert? Ah, ich will raus. Bin aber nicht sofort rausgekommen. So. Jetzt wird hier fleißig geschaufelt. Fleißig, 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 fleißig. Ich war richtig fleißig. So. Ist ja gar kein Stein, habe ich da so gemerkt. Das war blöd. Ich bin überrascht, warum schaufelt die, obwohl kein grüner Balken mehr ist. Die schaufelt noch immer. Jetzt ist es kaputt. Ich bin komplett überrascht. So, jetzt ist nichts drin. Dachte, dass ich da irgend noch Reservestahl hätte. So, jetzt müssen wir das erstmal hier alles wieder zumachen. Alles erstmal zu. Das hört sich lustig an. Das hört sich wirklich lustig an, liebe Leute. Das hört sich lustig an. Ich weiß, warum hört sich das so lustig an? Ich weiß es nicht. Jetzt erstmal wieder nach Hause. Sachen machen. Ne? Das war ein Unfall. Fahrerflucht! Fahrerflucht! Ja. Und jetzt ganz schnell wieder nach Hause. Hier im Eiltempo. Tempo wieder Händler grüßen. Moin. Wunderschön. Kurve. Und Kurve. Und Kurve. Und Kurve. Und Kurve. Und Kurve. Wunderschön, ne? Kurve. Noch nicht. So, und jetzt geradeaus. Immer geradeaus, 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 geradeaus und Kurve. Ah, ein bisschen zu früh, sagt. So, da ist doch auch schon wieder unsere Feuerwehr. Uiuiui, quiek. Aussteigen. Tür auf, Tür zu. Mit dem Lift nach oben. Zack. Schön, ne? Tür zu, alles zu. Schmeiß mal an zum Reparieren. Soll ich lieber, statt meiner Schaufel zu reparieren, lieber nicht eine Stahlschaufel machen? Soll ich? Ja, nein, vielleicht. Ich weiß nicht. Ach, komm mal, gucken. 16 kostet die, oder werte ich die nur auf? Stahl. Ich will eine Stahldings. Ach, 20? 20 brauche ich. Ach, das ist sehr blöd. Warum brauche ich jetzt 20? Da brauche ich doch nur 16. Aber schade, dass man nicht gucken kann, wie viel Ausdauer und wie viel Damage die macht. Das wäre wirklich schön. Ne? Das wäre wirklich schön. Warum ist da jetzt ein Tiger? Da ist ein Tiger. Stahl. Und. Nein, jetzt noch nicht. Nein, 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 nein. Komm. Und warten, warten, warten. Nein, noch immer nicht. Das geht zu so schnell, ich weiß. Ihr könnt gar nicht sehen. Ihr könnt es gar nicht sehen.
Aber egal. Nein, ihr könnt das gar nicht sehen, weil das zu schnell geraffert ist. Das hätte ich mir vorher überlegen müssen. Wie viel brauche ich für Stahl zum Reparieren? Eins nur? Das ist komisch. Ah, da ist meine Stahlschaufel. So wieder heimliche Sachen machen, damit man nicht sieht, was ich mache. Das soll ja eine Überraschung sein für die nächste Folge. Ne? Was wir da genau machen. Ich könnte es jetzt vielleicht teasern mit einem schönen Sound. Und vielleicht fällt es im Inventar auf. Ne? Was? Da fehlt doch was. Da fehlt doch was. So was. Technisches. Und ab geht's. Eine Etage tiefer. Klatsch, klatsch, klatsch. Und Abfahrt. Schneller. Vorsicht. Kaktus. Nicht noch eins Loch. Ich will nicht so häufig immer in diese Löcher reinfallen. Die Löcher sind wirklich blöd, wenn da so viele Löcher sind. Das habe ich nicht. Das habe ich nicht gern. Wie viel Zeit habe ich noch zum Plappern? Ach, ist ja die Hälfte erst oben. Uiuiuiui. Und mir fällt langsam kein Gesprächstext mehr ein. Das ist blöd, liebe Leute. Ich hätte es noch schneller zeitraffern sollen, ne? Das wäre besser gewesen. Nicht so wusch, 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 so 5 Minuten runterraffern. Und fertig ist der Lütten. Aber egal. Weil ich finde, das mit nicht so lang ist nicht so spannend hier die ganze Zeit buddeln. Oder? Das Fahren ist auf Dauer auch nicht das Spannendste. Nächste Folge machen wir dafür was viel, viel Spannenderes. Kein Häuschen bauen oder Base bauen, sondern erkunden. Glaube ich. Ich glaube, ich will nächste Folge erkunden. So, jetzt muss hier ganz schön viel gebuddelt werden. Liebe Leute, ganz schön viel muss jetzt hier weggeschaufelt werden. Das ist ja ein, ich bewege hier wirklich Kubikmeter Material. So kurzes Vergleich. So Stamina-Kosten ist gleich. So, kurz wechseln und weiter. Ich weiß nicht, was geht schneller. Schaufel oder... Warum sind immer zwischendurch Steine? Ich weiß es nicht. Das ist doch wieder Stein. Jetzt gucke ich gerade, wo ein Wildschwein ist, was ich die ganze Zeit höre. Habt ihr vielleicht so im Augenwinkel gesehen? Obwohl, da muss man auf langsame Geschwindigkeit stellen. Wirklich langsame Geschwindigkeit. So. Jetzt mir aufgefallen wird, mache ich dafür einen Fehler. Bin auch zu blöd. Das hört sich so geil an. Das hört sich so lustig an. Klatsch, klatsch, klatsch. Finde ich nicht, das hört sich total lustig an. Schon wieder versetzt. Ich versetze so häufig diese Kackblöcke. Wetten, das passiert mir noch einmal. Ja, war klar. Dass mir sowas nochmal passiert, ist klar. Ich bin ja auch geboren für so einen Scheiß. Und ich sag euch was, ich habe wieder Fehler gemacht. Ich glaube, ich muss noch mal da was umbauen. Bei mir ist im Nachhinein aufgefallen. Erstens, ich habe viel zu wenig Material abgetragen. Wir brauchen ein tieferes Loch oder ein breiteres Loch eher. Ist ja jetzt im Moment nur zwei breit. Ne? Das soll eine Wand werden, wo ich gerade sitze. Und dann ist mir aufgefallen, da unten muss ja Dartwebs hin. Wenn ich die Wand dann irgendwann mitten aufführe, ist das nicht so das Stabilste von der Welt, ne? Und deswegen muss ich dann wieder alles noch weiter ausheben. Das heißt, alles, was wir jetzt ausgehoben haben, muss ich nochmal ausheben. Aber da habe ich gar keinen Bock drauf, noch mal so eine Reihe auszuheben, weil das dauert ja wirklich Jahrzehnte, bis du alles ausgehoben hast. Jetzt mal ernsthaft, das dauert viel zu lange, bis ja alles ausgehoben ist, ey. Und vielleicht müssen wir auch mal unsere großen Tore downgraden zu diesen Türen.
Weil, da ist mir aufgefallen, nee, das geht doch gar nicht. Weil ist jetzt Schwachsinn, was ich da gerade mache. Das kann ich nächste Folge wieder demontieren. Das kann ich wieder nächste Folge oder darauf irgendwann wieder abreißen. Da freue ich mich schon wieder. Unnütz gemacht, weil ich habe das eigentlich nicht gemacht, weil ich es machen wollte, sondern weil ich Zeit nutzen wollte, um was zu machen, wo ich Ausdauer regeneriere. Weil ihr seht ja, das ist ja alles sehr ausdauerkostend. Das dauert ja Ausdauer. Wie, was weiß ich. Ich merke auch gerade, die Folge geht nur noch 4 Minuten. Wenn ich das richtig sehe. Ja, fast etwas mehr als 4, knappe 5. Habe ich gut gemacht? Habe ich gut gemacht? Habe ich jetzt 20 Minuten über irgendwas gelabert? Wunderschön. Wunderschön. 15 Minuten über irgendeinen Schwachsinn gelabert. Das ist. Ich bin wirklich Profi für sowas. Das machen wir mal jemand. Das ist nach. Das kann man nicht nachmachen. Ich kann noch nicht mal. Ich kann noch nicht mal. Ich kann noch nicht mal. Noch nicht mal. Richtig labern. Ich verplapper mich hier bei jedem zweiten Wort. Das ist ja super. Das ist ja wirklich super, super, super. Aber ich freue mich. Ich freue mich darüber. Nee, ich hasse mich deswegen. Ich hasse mich deswegen. Freuen und hassen ist ja auch dasselbe, ne? Freuen, hassen. Tigo, lass das! Lass das! Lass das! Nein! Nein, 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 nein. Nein, 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 um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen, nein, 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 nein. Was machst du da? Nein, lass das. Das ist schlecht, was du da machst. Das ist schlecht, voll schlecht. Nein, 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 nein. Lass es, lass es, lass es. Hör auf mich, lass es, lass es. Ja, geht doch, ja, geht doch, ja, geht doch, ja, geht doch. Ihr geht doch ganz professionell beim Gehen weitergesprochen. Wundertoll, wundertoll. Was ist das für ein Deutsch? Wundertoll. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was das für ein Deutsch ist. Ne? Schaufel, Schaufel, Schaufel. Das geht ja immer weiter, 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 weiter. Gott sei Dank weiß ich ja, wann ich aufhören muss, ne? Ich weiß ja immer, wann ich aufhören muss. Das weiß ich ja, Gott sei Dank. Da bin ich gut drin zu wissen, wann ich aufhören muss. Weil das ist mir ja immer schon mal fast passiert, wo ich dann rausschneiden musste am Ende. Meine Verabschiedung, das war lustig. Habe ich dann so ein bisschen die Stille kurz vorher gekürzt. Da habe ich noch nicht so viel gelabert. Hier habe ich ja mittlerweile geschafft, die ganze Zeit durchzuplappern fast. Ne? Weil ich zu viel gesprochen habe und dann irgendwann das Video vorbei ist. Und ich habe das nicht bemerkt. Das war super. Was das für ein Witz war, weiß ich auch nicht. So, da habe ich jetzt schon die Hälfte meiner Schaufel wieder weggeschuffelt. Das ist ja hier Wahnsinn. Wahnsinn. Plopp, weg war's. So, jetzt machen wir ja noch mal eine Reihe mit. Das hört sich so bekloppt an. Weil das so schnell gespult ist, hört sich das alles so witzig an. Deswegen unterlege ich auch keine Musik, weil ich finde das immer voll lustig. So, das war's. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Erst kurz raushauen. Wunderschön, wunderbar. Hochhüpfen. Hä? Jetzt bin ich in der Wand gebackt gerade. Ich weiß natürlich, was passiert, weil ich das hier aufgenommen habe. Ich kommentiere das auch direkt nach. Deswegen weiß ich genau, wann was passiert ist. Ne? Wann und wie und warum. Jetzt komme ich hier wieder nicht raus. Komm, gib Gas. Nein, nein. Ja, genau so. You are hot? Ja, ich weiß, dass ich hot bin. Ich bin eben hübsch. Danke, Spiel, dass du mir jetzt schon Komplimente machst. Auch wir kommen ja hier wirklich auf eine super Wellenlänge, ne? Wir kommen, sind ja hier auf derselben Wellenlänge. Jetzt geht das nur noch eine Minute. Eine Minute, keine Minute mehr. Muss ich noch labern. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht
zu wenig Laber. Aber auch nicht zu viel. Ne, das muss ich hier genau aufpassen. Genau aufpassen muss ich hier. Genau aufpassen, liebe Leute. Genau. Damit ich nicht auf nichts verlabere. Aber ich sag jetzt, damit ich mich auf keinen Fall verlabere, noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen schönen Morgen. Wie auch immer. Und... Miau.